Vor kurzem habe ich nach langer Zeit mal wieder den Film Cocktail mit Tom Cruise gesehen. Ein Film, den vermutlich jeder Barkeeper, egal ob Profi oder ambitionierter Amateur, kennt. Auf der Suche nach Rezepten mit Bezug zum Film bin ich auf Coughlin's Diet gestoßen. Der Drink kommt zwar im Film nicht vor, der Name bezieht sich aber auf eine Rolle aus dem Film und ich stelle euch diesen modernen Tiki-Drink jetzt vor. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der Film Cocktail aus dem Jahr 1988 dreht sich um den jungen Brian Flanagan, gespielt von Tom Cruise, und seinen von Brian Brown gespielten Lehrmeister Douglas Duck Coughlin und deren Suche nach Erfolg und Glück als Barkeeper in New York City. Coughlin, der sich selbst als Logiker und Negativist vorstellt, erklärt dem jungen Flanagan das Leben durch Coughlins Gesetze, seinen gesammelten Lebensweisheiten. Dazu gehört auch Coughlins Diet oder Diät, die aus Cocktails und Träumen, also Cocktails and Dreams, besteht. Cocktails and Dreams nennt Flanagan am Ende des Films dann auch seine eigene Bar. Coughlins Diet wurde 2018 dann zum Namen unseres von Mitchell Taylor für die Attaboy Bar in Nashville kreierten Modern Tiki Drinks. Für den brauchen wir einen kräftigen Jamaika-Rum. Ich benutze hier den CDI Navy Strength mit 57 Volumenprozenten Alkohol. Wir brauchen einen Amaro, konkret den Amaro Montenegro. Und ja, wir brauchen einen Bananenlikör. Ich verwende den von Tempus Fugit, der intensive Aromen von gegrillter Banane in den Drink bringt. Ihr könnt auch als etwas frischere Alternative den Banane du Brésil von Giffard verwenden, wenn ihr den zu Hause habt. Ja, und dann brauchen wir noch eine Cream of Coconut und Limettensaft. Wie immer findet ihr alle von mir heute verwendeten Zutaten, Werkzeug, Glasware im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop und unter dem Video. Ja, bereiten wir den Drink zu. Er wird geshakt. Wir brauchen also unseren Shaker. Zunächst die Oberseite. Wir brauchen einen Jigger in Unzen. Aber die Cream of Coconut, die habe ich schon mal vorab gefüllt. Das ist immer so ein bisschen klebrig und davon brauchen wir eine halbe Unze. Die habe ich hier und gebe die jetzt schon mal in den Shaker. So. Ja, und dann geht es weiter mit dem frisch gepressten Limettensaft. Davon einen Zentiliter, hätte ich fast gesagt. Quatsch, eine Unze. Das war auch eine halbe Unze Cream of Coconut, falls ich da auch Zentiliter gesagt haben sollte. So, dann von unserem Bananenlikör eine halbe Unze. Von unserem Amaro Montenegro brauchen wir eine ganze Unze. Und ebenfalls eine ganze Unze von unserem Jamaica Navy Strength Rum. So, dann geben wir Eis in die Unterseite unseres Shakers. Na, nun komm. Wir geben die Flüssigkeiten oben drauf. Wir schließen den Shaker, dass hier eine gerade Kante entsteht, dann geht er nachher leichter auf und das Ganze kriegt jetzt so 10 bis 15 Sekunden. Der Shaker ist eiskalt, dann ist der Drink soweit. Wir schnappen uns unser Cocktailglas. Das füllen wir jetzt mit Crushed Ice. So. Dann schnappen wir uns einen Hawthorn Strainer und seihen unseren Drink hierauf ab. Wir können noch mal mit ein bisschen Crushed Ice auffüllen.
eine kleine Haube bekommen. So, und dann soll das Ganze noch ein bisschen geriebene Muskatnuss bekommen. Die habe ich hier. Und als Garnitur ist eine Kirsche beschrieben, normalerweise eine Cocktailkirsche. Da ich aber noch frische Kirschen da hatte, möchte ich eine solche heute verwenden und die einfach hier oben drauf geben. Und dann habe ich hier für euch Coughlin's Diet. Ja, bevor ich den Drink gleich probiere, wie immer die obligatorische Bitte, wenn ihr häufiger meine Videos schaut und euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Es sind nur wenige Klicks, es kostet euch nichts, es hilft dem Kanal. Und ich sage danke dafür und darf mich Coughlin's Diet widmen. Optisch finde ich ihn sehr schön, schlicht und trotzdem tropisch interessant. Ich habe hier noch einen kleinen Strohhalm, den ich hier nicht so durch das Crushed Eis trinken muss. Tschüss. Oh. Hm. Also super interessant und dann überraschend. Erstmal ist er schön fruchtig, Jamaika Funk. Wir haben natürlich Kokos, ne? Wir haben Frucht. Und dann kommt die Bitterkeit vom Amaro Montenegro. Kräutrig, würzig. Jetzt habe ich die Banane. Bei der Banane ist es so eine tolle Mischung aus den Ester, Jamaika, Funk-Aromen, die ja auch häufig so Banane, reife Erdbeeren etc. sind, Ananas und eben der gegrillten Banane aus unserem Tempus Fugit. Die Cream of Coconut gibt so eine tolle Süße ab, diese cremige Süße. Aber macht den Drink nicht süß, ist hier nur für die Balance da und natürlich auch für den Kokosgeschmack. Der Drink ist aber eher auf der herben und frischen Seite. Toller Modern Tiki Drink, genau mein Geschmack. Ich mag die Optik, ich mag die Zutaten und ich mag das Ergebnis. Richtig klasse Drink. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welcher Modern Tiki Drink euch am besten gefällt. Ich habe ja schon den einen oder anderen hier im Kanal vorgestellt. Vielleicht habt ihr auch noch einen für mich, den ich noch nicht kenne. Damit dann genug für heute. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal nach unserer Kanalmitgliedschaft. Die findet ihr wie immer unter dem Video. Und oder nach unserem Instagram-Channel, den gibt es jetzt hier oben verlinkt. Im Abspann verlinke ich euch noch die Filmkritik zu Cocktail von Ingo Filmfreak. Cooler Kanal, schaut da gerne mal rein. Und ihr werdet auch noch meine Modern Tiki-Playlist im Abspann finden. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen heute. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers.